Ich habe keine Kraft mehr zum Reden. Du bist der schlechteste Kameramann der Welt. Willst. Du sagst so, Papa interessiert mich nicht. Dieser kleine Bokolotti hier, Alter. Leute von heute. Ey, so, bla bla bla. Jawohl. Alter, ich muss so auf Klo, ey. Zum Glück. Zum Glück gibt es hier schöne Gebüsche. Hallo. Was ist dein Plan? Guck mal, da ist Mama wieder. I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent. You deserve a better man. Let me just. Moin. Moin, meine geliebten, liebenden Zuschauer. Unsere geliebten, liebenden Zuschauer. Der Boss und der Papst sind wieder vereint, unterwegs. Ja, wir haben Bock, ne? Großer? Ja. Wir haben Bock, wir machen einen kleinen Pitstop in der vietnamesischen Pagode. Da ist heute ein Erntedankfest. Und da weiß ich nicht, ob wir euch videotechnisch mitnehmen können. Kamera habe ich dabei. Jetzt machen wir einfach ein paar Fotos. Wir machen ja auch Familienbilder und alles. Das haben wir vor und danach fahren wir weiter und machen weitwinklig, sehr, sehr weitwinklig, nämlich 12 mm weitwinklig Fotos in dem Hasenweg. Ja. Da schnallen wir uns fest und wir haben schon richtig Laune. Und wenn ihr auch Laune habt und Bock habt, uns durch die Linse zu verfolgen, dann könnt ihr gerne dranbleiben. Und wenn nicht, geht weiter. Hey. Liebenden. Wir müssen revidieren. Heute ist Muttertag. Das wird gefeiert. Ne? Was feiern wir? Muttertag. Nicht Erntedank. Wir wurden falsch informiert. Wir haben uns reingelegt. Ja. Okay.
Calling you up at 2 in the morning, but you don't wanna talk, you don't wanna bother. Yeah, so I take another shot, let my brain do the walking. I don't wanna be your friend, I want something real. Maybe if I stay the night, you could feel the same. And maybe if you treat me right, we could rearrange. But I'm not even gonna try if you don't wanna stay. So how's it gonna be? You got me on my knees. I don't need no roses on my bed. If I could pull you closer to me, babe, ain't nobody touch me like you can. I just need some closure, a little closer. Okay. So Leute, wir hatten lange überlegt, den ganzen Weg hierher, ob wir eigentlich einen Zweiteiler machen oder einen Einteiler. Aber wir haben keinen Bock auf zwei Teile. Wir wollen einen geilen Teil. So läuft das. Für allen was dabei. Guck in die Kamera. So großer. Wolltest du was sagen? No. Gut, ich sag, wir sind jetzt angekommen am Naturschutzgebiet Boberger Niederlassung. Und heute machen wir keine Sanddünen, heute machen wir nicht den See. Heute gehen wir den ganzen Weg von hinten an. Und hier vorne haben wir nämlich schon die erste Brücke. Wir sind weitwinklig unterwegs auf 12 mm. Wir werden heute geile Dinger zaubern. Ich mache gleich den ND-Filter rein. Da gibt es so kleine Plattenfilter. Ich zeige euch die gleich mal im Video. Wenn wir uns aufbauen und dann lassen wir das Stativ spielen und gucken mal, ob wir da richtig schöne Mitzieher von den Wolken drin kriegen. Die Wolken gehen nämlich gerade richtig ab hier. So, ja. Leute. So. Das hier ist einmal die Filterbox. Ne? Und, hallo, Scheiße. Das hier ist ein Filter. Könnt ihr durchschauen, ne? Zack, und schon hat man die Belichtungszeit verlängert. Vorsicht, da kommt ein Roller. Platz machen. Ja, so sehen die Filter aus, ganz klein. Die kommen hinten in das Objektiv rein. Die sind in dem Fall von der Marke und ja, die sind schweineteuer gewesen, aber immer noch günstiger. Hier sind ja 4 Filter mit bei. Ich glaube ND1000 bis ND32 oder 16, weiß ich gar nicht. Und wenn du dir so einen Filter holst, einen guten, zahlst du halt mehr als für die ganze Box. Und da war auch alles mit dabei, dass ich das hinten im Objektiv einbauen konnte. Ja, das erste Bild ist im Kasten. Ich muss kurz die Batterien wechseln und dann ziehen wir weiter. Every morning I wish you were here with me, watching the sunlight fill my room, falling asleep at night thinking about you and me. Why did you have to be so cruel? I guess I should have known it from the start, but baby I was so caught up in you. So Leute, ich versuche hier die Blüte ein bisschen zu fotografieren, leuchtet alles sehr schön gerade. Ne? Sieht man zwar nicht so doll auf dem Bild, warte mal in die andere Richtung, vielleicht besser. Ne? Das leuchtet alles sehr schön. Das versuchen wir ein bisschen reinzukriegen, so in Szene gesetzt. Sehr, sehr schwere Aufgabe, gerade auf 12 mm. Der Kleine kämpft gerade mit der Biene, mal gucken, wer den Kampf gewinnt. Ja, ich glaube die Biene. Auf jeden Fall machen wir uns hier eine schöne Belichtungsreihen, die wir hier aufbauen. Auf 24 mm sind wir gerade, sehe ich gerade. Und ja, boah, das ist echt hardcore schwer hier die Bilder reinzukriegen, muss ich ehrlich gestehen. Ne? Das ist ja alles Naturschutzgebiet und soll es auch bleiben. Ne? Ja. Ich mache hier die Bilderaufnahmen auf jetzt auf 12 mm und dann mal sehen, was noch bei rumkommt. Wahrscheinlich machen wir eher so ein paar lange Wege oder ich schneide mein 70-200 drauf und mache da schöne andere Shots von. Ja.
saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met. Das war's. Irgendwie sind wir gerade voll platt. Am Anfang waren wir hoch motiviert, dann sind wir immer angehalten, sind viele Bilder auch nichts geworden heute. Und auch Videoszenen, wo ich dann gesagt habe, die löschen wir gleich, damit ich gar nicht in Versuchung komme, die einzublenden. Wir sind einfach platt gerade. Wir haben immer noch Nachmittag, sitzen hier gerade im Schatten, weil es mega heiß in der Sonne ist. Und darum soll es aber gar nicht gehen, wir wollten hier Tschüss sagen. Ne, in Hamburg sagt man Tschüss, heißt auf Wiedersehen und ihr werdet so bald jetzt nicht mehr so die Videos von uns leider zu sehen kriegen wie in den letzten Wochen in den Rhythmen, ne, wo wir da richtig Gas, da haben wir Vollgas gegeben. Jetzt beginnt die harte Zeit wieder, jetzt geht das Arbeiten los. Er geht wieder in die Kita für die nächsten 3 Wochen, danach kommt er in die Schule. Power! Ja, freut er sich. Ah, scheiße. Hallo. Müssen wir wieder piepen. Ja, der Wind bläst auch schon schön. Na, auf jeden Fall. Wir haben die 2 Wochen echt genossen. Wir haben viel Videos rausgehauen, ne? Haben wir schon. Es hat auch mega viel Spaß gemacht. Das hat uns so ein bisschen die Lust am Fotografieren wiedergegeben. Ne? Ja. Also davor war es so ein bisschen... Pleite, Geier und sowas. Pleite, Geier kann man gar nicht sagen. So die Pleite-Flaute. Und jetzt haben wir das halt so für uns wieder in entdeckt, würde ich sagen. Ne? Wir haben noch ein paar Fotowalks vor uns. Portugiesenviertel liegt noch an. Werden wir nochmal machen. Da werden wir auch im Nachmittag hinfahren, aber dennoch ohne Fahrrad und ohne Stativ, dass wir wirklich uns auf den Walk fotografieren können. Also mit Langzeitbelichtung ist das doch richtig anstrengend. Also wir sind da richtig immer anhalten, Stativ aufbauen, etc. abbauen, wieder wegpacken, nächsten Spot. Es ist nicht so entspannt mit Fahrrad alles abzuarbeiten. So, jetzt habe ich mich genug ausgekotzt hier. Wir hauen ab, ziehen rein, hauen los und ihr wisst, was es heißt, ne? Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt... Moin, moin! Thank you.